Macht nichts. Jetzt kommt noch das Stechen. Ja, ich bin der Stecher, Freunde. Wenn jemand im Stechen gewinnt, dann wo ich. Zuletzt bei Super Mario Party. Das wohl spannendste Brettfinale auf den Obstinseln stand an. Alles lief gut, bis die Gegner immer und immer mehr aufholten und die Bonussterne die gesamte Party entschieden. Wer am Ende den Sieg davontrug, schaut euch die letzte Folge an. Hallo meine lieben Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Party. Beim letzten Mal, wie ihr es schon in der Zusammenfassung gesehen habt, haben wir eine weitere Party abgeschlossen. Und ich habe da mal mit Toadette gesprochen und sie hat mir etwas über Juwelen erzählt. Ach, Monty, Maulwurf, Baba, Waluigi ist auch auf der Plaza. Das höchste Ziel dieser Party ist es, Juwelen zu sammeln. Wer alle 5 Juwelen gesammelt hat, wird zum wahren Superstar gekrönt. Ach, Juwelen. Oh, Entschuldigung bitte, Baba. Falls du Fragen hast, sprich mich an. Ja, und dann sprechen wir sie an. Falls du auf der Suche bist, dann würde ich dir die Beatbühne vorschlagen. Und das tun wir jetzt heute einfach mal, ne? Keine Sorge, wir spielen dann noch die Partys weiter. Aber hier möchte ich jetzt einfach mal mit euch auf die Beatbühne gehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dort können wir uns ein Juwelen verdienen. Was auch immer das ist. Lautstärke aufdrehen, aufstehen und spielen. Wetten, ich krieg das auch im Sitzen hin? Wetten, ich krieg das auch im Sitzen hin. Ich bin ein fauler Sack. Okay, müssen wir jetzt wirklich tanzen? Ach du Scheiße. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Wir haben übrigens ein Fanart, Friends. Und zwar von der lieben 20Soso05. Da oben seht ihr es. Ein Monty Maulwurf. Vielen, vielen Dank. Ihr Instagram-Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Oh. Okay. Muss da ein bisschen reinkommen, Friends. Okay, ich muss den Ball schlagen. Okay. Das ist irgendwie weird. Das sind halt irgendwelche Rhythmus-Minispiele. Aber irgendwie hat das doch was. Oh, lol. Man kann hier schon ein bisschen auf den Rhythmus achten. Oh nein, jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Mist, ich muss auf den Rhythmus achten. Okay, das war suboptimal. Dreh deinen Karton um. Okay. Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay. Ich habe zweimal schon prima. Dreimal prima. Gibt's da nicht so ein 3DS-Spiel, was so ein bisschen auf diesen Rhythmusspielen aufbaut? Mist, wenn die alle zu früh sind, wie soll ich denn dann rechtzeitig sein? Mist, ich war schon hier zu spät. Räudig! Ich habe komplett falsch gemacht. Das ist... Ich wusste nicht, auf was wir uns hier einlassen, Freunde. Ihr merkt auch, ich habe minimale Probleme, hier richtig zu kommentieren, weil ich einfach die ganze Zeit in diesem Vibe bin. Ich... Wie soll man denn da kommentieren? Ich fühle mich wie der größte Noob-Let's-Player. Aber man... Man muss ja die ganze Zeit den Rhythmus im Blut haben. Und wie soll man denn... Ich wusste nicht, was das hier ist. Ich wusste nicht, was das hier ist, auf was wir uns hier einlassen. Aber haben wir gewonnen? Die Gegner sind immer noch auf stark. Also, das habe ich nie geändert.
Ich bin hier nur hingegangen, weil Toadette gesagt hat, wenn du ein Juwel willst, dann komm hierher. I'm so sorry für diesen unfassbar verplanten Part, aber das ist... Wir haben gewonnen. Der dicke Maulwurf hat sich mal wieder den Sieg geholt. Ohne Scheiß. Seit Super Mario Party empfinde ich einfach wirklich Gefühle für Monty. Jetzt mal no joke. Okay, wir haben 168 Punkte bekommen. Dafür bekommen wir 500 Party-Punkte. Wir müssen eine Zugabe spielen. Ist das sinnvoll? Sollten wir das tun? Was möchtest du jetzt tun? Normal oder Remix? Ich weiß nicht, wovon sie redet. Ich mach Remix. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mit euch gemeinsam so ein Juwel holen. Aber ich würde sagen, wir spielen einfach nochmal den Remix. Ne? Monty haut so ein bisschen auf seine Wampe drauf. Was ich sehr gut finde. Okay. Wir müssen an die Blöcke springen. Das kriege ich hin, Friends. Da bin ich optimistisch. Dill. Hey, warum zu früh? Warum zu spät? Nein! Ich schaue nur auf den Schatten jetzt, ist mir jetzt egal. Ich habe keine Ahnung, was hier der Rhythmus sein soll. Haben wir gewonnen? Okay, wir haben gewonnen. Alles gut. Das ist einfach so untypisch für ein Mario Party, dass ich einfach nicht damit gerechnet habe. Okay, wir müssen herziehen. Alles klar. Juhu! Nein! Bam, 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 zack. Bam, 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 bam. Zack. Nein, warum? Ich hab das nicht umgeworfen. Wunderschön. Hä? Das hätte ich auch wegziehen müssen? Das sagt mir doch keiner. Leute, ich bin vollkommen überfragt. Das ist der weirdeste Part of Doom. Okay, wir müssen Gemüse aufspießen. Sehr schön. Bam. Bam. Ja, da fühle ich den Rhythmus wieder. Mist, ich brauch mehr Rhythmus. Zack. 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 Bap. 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 Mist, immer zu spät. Aber noch sind wir vorne. Noch sind wir vorne. Oh, jetzt wird's schneller. Ernsthaft? Oh nein! Jetzt kommen dieselben Spiele nochmal. Oh nein! Oh nein! Ich hab mehr Prima als davor. Okay, und jetzt weiß ich auch, dass ich hier übel eskalieren muss. Oh, jetzt haben wir übel Punkte gemacht, Friends. Sehr gut. Oh nein, das war so weird. Der raffinierte Ruck. Ich bin übel gut drauf, aber es tut mir so leid. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 zack. Alter, ich bin drin, Friends. Leute, ich mach Punkte auf Doom. Ich bin der beste Beat-Bühnenspieler. Mist, das war zu spät. Ah nein, warum kommen da nur zwei? Okay, macht nichts. Jetzt kommt noch das Stechen. Ja, ich bin der Stecher, Freunde. Wenn jemand im Stechen gewinnt, dann wo ich. Oh nein, das war zu früh. Bam, bam, zack, zack. Bap, ab, bap, zack, zack, zack. De, zack, 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 zack. Bap, bap, bap. Alter, wie ich die Primas einfach raushustle.
Das müsste wieder der Sieg für mich sein, ne? Wow. Das ist Super Mario Party? Aber ich dachte mir einfach, wir haben jetzt quasi, ja, immer Partys gespielt. Und dann dachte ich, komm, streue ich mal was anderes ein, bevor wir dann im nächsten Part wieder ein neues Brett zocken. So ein bisschen für die Abwechslung. Und der dicke Maulwurf hat mal wieder den Sieg geholt. Monty, du bist einfach nur der King, jetzt mal no joke. Nice one. Sehr, sehr gut. Zwar mit einem ordentlichen Vorsprung sogar. 600 Partypunkte nochmal für uns. Okay, jetzt wollen die, dass ich nochmal eine Zugabe spiele. Ich schau mal, ob ich... Ich gehe hier mal auf Aufhören. Ich weiß nicht, wann man da so ein Juwel bekommt. Ich schau einfach mal an, was jetzt passiert. Bravo, das war fantastisch. Remix geschafft, bravo. Oh, die wollen, dass ich noch zweimal spiele. Die wollen, dass... Habt ihr das gesehen, Friends? Habt ihr das gesehen, da oben? Die wollen jetzt, dass ich nochmal ein normales spiele. Und als viertes bekomme ich dann den Juwel. Ich denke, das werden wir aber irgendwann anders machen. Wir haben jetzt zwei Runden Beatbühne gespielt. Ich denke, das ist okay. Und dann werden wir irgendwann, nachdem wir jetzt nochmal die eine oder andere Party gespielt haben, nochmal zurückkommen und uns dann den Juwel holen. Ich denke, das soll es für heute tatsächlich gewesen sein. Wir schauen nochmal hinten, was Mario und Waluigi da machen. Weil wie gesagt, hier auf der Overworld geht mehr ab, als es anfangs den Anschein macht. Deswegen lohnt es sich auch mal, sich hier umzugucken. Bei dieser Party sind endlich auch wieder Goombas dabei. Wir werden allen zeigen, dass wir nicht nur zum Draufstampfen geeignet sind. Hallöchen, hier ist Birdo. Wie geht's dir, Monty? Du hast jetzt schon die erste Party, ist das zu fassen? In den Anfängen sah die Veranstaltung noch ganz anders aus. Das kann ich dir sagen. Naja, ich weiß es eigentlich selber nicht mehr. Ja, du bist halt ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, dass da hinten was abgeht. Oh, hier ist sogar eine Zwischensequenz. Oh, wir haben was freigeschaltet. Okay. Kamek haut die Pflanze weg. Und hat uns dafür diese Röhre freigemacht. Was finden wir hier drin? Ich hüpfe da einfach mal rein und dann gucken wir, was passiert. Was ist das? Willkommen, Monty. Na, gefällt dir der Raum? Alles, was du hier siehst, habe ich mir ausgedacht. Nur etwas Deko fehlt. Wie wär's mit ein paar Stickern? Okay, wo krieg ich Sticker her? Habe ich Sticker? Okay, wir nehmen uns mal das Pinguin. Das finde ich toll. Wir können Super Mario Party... Ach, das ist so eine Art... Ach so, da können wir uns irgendwelche coolen Screenshots zusammenbauen. Ja, keine Ahnung. So hier, ne? Der Pinguin würfelt. Und, vor ihm steht Bowser Jr., der ihm... Ne, hinter ihm steht Bowser Jr., der ihm befehligt, das zu tun. Und, Moment, die Story geht noch weiter. Währenddessen liegt hier vorne was Glitzerndes im Schnee. Ja, so eine Art kleiner Schatz. Und, wir wissen natürlich, wer sehr, sehr schatzgeil ist. Das ist nämlich, der gute Goomba, der sich hier dafür interessiert, was hier für ein glitzerndes Zeug im Schnee ist. Okay, wunderbar, das war's. Wie kann ich jetzt sagen, dass ich fertig bin? Ja, ich bin fertig. Ansehen. Achso, es ist meine Stickersammlung. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich Sticker bekomme. Aber quasi mit Hilfe des Spielfortschritts können wir uns hier neue Sticker sammeln, um uns dann hier coolere Screenshots zusammenzubauen. Auch sehr, sehr spannend. Wie gesagt, das ist halt irgendwie so ein sehr weirder Part, aber was soll's. Ich denke, auch das muss mal gezeigt werden in dem LP. Ich wäre so gerne der Mario Superstar geworden, aber ich muss ja beim Organisationsteam mitmachen. Ja, nicht, dass ich was dagegen hätte. Naja, stets zu Diensten. Ja, er wollte mitmachen, aber durfte ich. Hey, Monty! Was geht, Bro? Oh, er ist weg. Er mag mich nicht. Und hier komme ich nicht hoch, weil Luigi chillt zwar da oben, aber wir kommen nicht zu ihm. Hey, Toad. Hier wird eine tolle Attraktion vorbereitet, Baba! Du würdest sicher gerne sofort ausprobieren, aber du musst dich noch etwas gedulden. Du kannst das hier spielen, sobald alle Minispiele freigeschaltet sind. Okay, das ist wohl so eine Art Minispielmodus. Okay, und hier ist auch noch eine Röhre, der Freizeitraum. Versuche dich in einzigartigen Spielen mit... Jetzt konnte ich es nicht fertig lesen. Ah, okay. Ah, das sind wahrscheinlich nochmal so kleine extra Minigames. Die gucken wir uns irgendwann anders an. Also ihr merkt, die Overworld von Super Mario Party hat sehr, sehr viel zu bieten, ne?
Und wir werden, was ist das hier noch? Minispiele? Ja, okay. Und wir werden uns beim nächsten Mal hier noch weiter umgucken. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es so weird war. Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ich habe auch gar keine Kommentare einblenden können. What the fuck? Das war ungeplant, aber lustig.